Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Pixels. Mein Name ist Max, ihr seid hier bei Little Cookie Gamer Party Hard. Okay, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen wollte. Und WhatsApp strikt wieder. Ich sehe gerade, wir könnten uns hier auch mal... Die sieht ja richtig nice aus. Ich will einmal kurz gucken, wie viel unsere denn an Damage... Oha. Die haben wir auch gerade ausgerüstet. Ich kaufe jetzt erstmal die hier. So. Ich hätte die gleich equippen können. Equippen. Aber zu verkaufen haben wir auch nichts mehr. Upgrades haben wir nicht. Okay, weiter geht's. Small Medikit, die könnten wir uns vielleicht gleich noch kaufen. Und noch eins, so. Passt. So. Dann müsste ich einmal kurz verkaufen. Waffen verkaufen, und zwar die hier. Zack. Okay, das gefällt mir. Auf die Fresse. Oh ja, Weihnachten steht ja auch bald an. Freut ihr euch? Oh ja, das wird geil. Dieses Jahr verging für mich irgendwie ziemlich schnell. Also es war ein relativ kurzes Jahr. Ich weiß aber nicht warum. Es ging echt alles rasend schnell vorbei. Naja. Hab aber auch viel erlebt. Was habe ich denn überhaupt alles erlebt? Ich war im Sommer 17 Tage in England. Woohoo. Das war echt extrem geil. Ich liebe England. Um es mal an dieser Stelle vielleicht zu erwähnen. Sehe ich das gerade richtig, dass ich pro Schuss 2 Munitionsdinger verbrauche? Dann müsste ich mal gucken, ob wir uns vielleicht nochmal... Nehmen wir uns die nochmal mit. Ich will jetzt mal drauf achten. Tatsache, wir verbrauchen 2 Schuss. Ist natürlich unschön. Na egal, so verbrauchen wir 3 Schuss. Ist auch egal. So. Ja, der Sommer war schon nice. Hab beim Tauchen meinen 1-Stern gemacht. Dann werde ich nächstes Jahr gleich meinen 2-Stern hinteranhauen. Ja, es gab schon viel, was ich erlebt habe dieses Jahr. Vielleicht ist es deswegen so schnell vorangegangen. Hab meine Freundin kennengelernt. War ein sehr interessantes Jahr. Ich hasse es eigentlich, wenn Leute im Dezember so über das vergangene Jahr labern. Das reizt mich voll. Aber ist mir jetzt auch egal, ich mache es jetzt. Stirb, Opa. Hallo. Danke. Wieso hält der Opa so viel durch? Das reizt mich. So. Ich glaube, ich habe schon wieder ein paar Bummensens übersehen. Das können wir verkaufen. Ich werde mal kurz... Haben wir gerade Items, Throwable Weapons, Anti-Tank Grenade. Was kann denn die? It's a grenade, pull the pan, pin, and da goes bang, okay. Rüsten wir die mal aus. Oh, die hat Bang gemacht. Na, okay. Dann wissen wir auch, was die jetzt Schönes kann. Oh, jetzt haben wir wieder nur Flares, schade. Und wir haben noch gerade 10 Streets nur noch left. Wir haben noch irgend so ein Gasteil aufgesammelt, oder nicht? Ah.
Okay, alles cool, ich krieg das hin. Danke. Au revoir. Da seht ihr es, das ist das schöne Feuerwerk, was ich ja so angepreist hatte. Ah, leider ist es schon zu Ende. Und die Seife nehmen wir auch nochmal mit. Ich lasse jetzt die Waffen, ich weiß gar nicht wie viel. Wir sind nämlich schon bald überladen. Oha, das wird echt knapp mittlerweile. So, und zwar rüste ich jetzt... Nein, jetzt habe ich eins weggeworfen. Scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oha, Intermission. Erstmal auf die Toilette einrubbeln. So. So. Den haben wir da aus Versehen hinten mitgenommen. Du bemerkst uns gar nicht. Weil der Opa bemerkt uns echt nicht. Painkiller und... Okay, der bemerkt uns anscheinend nur, wenn wir schießen. Ich spare mir die Munition jetzt doch lieber auf. Aber wir haben hier schon wieder einen Job gefunden. Wow, speichern. Aber viel Müll haben wir ja... Oh doch, wir hatten anscheinend doch ziemlich viel Müll. Was können wir verkaufen? Hiervon können wir eine verkaufen. So. Können wir noch was verkaufen? Nö, mehr will ich gar nicht verkaufen. Aber jetzt will ich erstmal wieder ein bisschen Munition... Das wäre jetzt nicht so geil viel. So, da sind wir schon wieder ein bisschen... Oh, könnt ihr mal aufhören, mich anzuschreiben? So. Molotow-Cocktail, nice. Nice. Aber den lassen wir jetzt erstmal. Mal gucken erstmal. Wir haben ja schon wieder nicht genug Geld, um uns irgendwas Geiles kaufen zu können. Ich würde mir noch einmal unseren Weapon-Skill vielleicht upgraden. Aber das soll es dann, glaube ich, auch schon gewesen sein. Noch einmal drüber speichern. Stirb das Schwein. So. Alles klar. Jetzt geht's weiter. Vielleicht finden wir was Geiles in Andys. Und Tatsache, wir finden Adrenaline. Das ist doch nicht schlecht. Wir haben ziemlich... Oh, hier haben wir ziemlich viel Schuss. Wir sind mittlerweile sogar genauso schnell wie diese schnellen Zombies. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Also ich finde es nicht geil, dass sie so schnell sind wie wir, aber vorher waren die ja deutlich schneller als wir und haben uns eingeholt. Jetzt können die uns nämlich gar nichts mehr. Ich umrunde jetzt einfach alles mal hier so ein bisschen. Junkfood und nochmal Adrenaline, das ist doch geil. Ich glaube, eins setze ich jetzt mal ein und Waffen. Ich rüste unsere Valentine. Jetzt habe ich sie weggeworfen. Faken! Woo! Ey, ihr Lutscher! Woohoo! Da muss ich mir gleich nochmal eine kaufen, das ist natürlich jetzt schade. Oh, das ist doch scheiße. Nein, 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 nein. Nein, eigentlich wollte ich den einsetzen. Das und ich wollte... Oh, danke. Er kriegt mich die, ihr Schweine. Okay. 8 Straßen nur noch, das ist doch mal nice. Was haben wir denn für eine... Dann benutzen wir jetzt mal diese Waffe hier. Um uns hier mal ein bisschen durchzuballern. So, Money. Komm, Oma. So. Jetzt wäre ein Shop mal wieder ganz nett. Den lasse ich jetzt mal hier. Ist natürlich jetzt scheiße, dass ich so inkompetent war und die Waffe weggeworfen habe, anstatt sie auszurüsten. Aber egal. Aber egal. Hier ist gerade relativ wenig los an Zombies. Burton Bolt Action. Was ist... So. Doch, das Ding sieht nett aus.
Ja, mittlerweile werden unsere Waffen dann doch geiler. Ups, jetzt habe ich den Opa angegriffen. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht. So. Was ist er denn für einer? What the fuck? Egal. Kaufen. Wollen wir uns was kaufen? Munition. Erstmal Munition. Und zwar hiervon welche. Hiervon welche und das reicht. Und dann wollte ich verkaufen. Erstmal unseren ganzen Scheiß. Und die Waffe wollte ich auch noch verkaufen. Und zwar einmal die Chambers Double. Und die Valentine können wir jetzt verkaufen, weil wir haben hier die Burton gefunden. So, und dann hat der noch eine geile... Der hat die Valentine Double, ne? Aber das ist jetzt erstmal Wayne, weil wir uns den 5. Weapon Skill kaufen. Bat Bam, nicht Batsch. So. So, das sieht... Oh ja, das ist geil. Das gefällt mir doch extrem gut. So soll das doch aussehen. Da haben wir... Ja, jetzt haben wir so einen Opa auch mit 3 Schüssen weg. Ja, natürlich ist es jetzt unschlau, trotzdem zu sterben. Das war aber geplant, das wollte ich doch. Was irgendwie schnell ich die Dorn krieg. Ja, doch, dauert ein bisschen. Meine erst so geliebten Schnellfeuerwaffe, aber ich glaube, eigentlich sind die geilsten doch sogar die Shotguns, weil man mit denen hier ja tatsächlich echt so durchrushen kann. Ja, das Upgrade hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt für uns. Aber es sieht schon wieder schlecht aus, was die Munition angeht. Das ist natürlich schade jetzt bei so einer Double Shotgun. Da muss ich natürlich, glaube ich, ein bisschen mehr drauf achten. Wen ich jetzt, welche Waffe ich jetzt wie benutze. Und die eventuell nur in gefährlichen Situationen. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet, und zwar Blutbad. Also Bloodbath. Ist ja alles in Englisch. So, aber wir hauen hier mit so viel Damage, wie wir machen, kriegen wir auch ordentlich Money zusammen. Und die Straßen flutschen auch eigentlich wie Butter gerade an uns vorbei. Das ist auch nett, aber wir haben schon wieder Nacht. Ich hasse, wenn Nacht ist. Hm. Deine Mom. Lutscht Schwänze in der Hölle. So. So, du tot. Du tot, ihr tot. Kriegt mich nie. Wuhu, Party hart. Und schon wieder ein Shop. Das geht ja, er flutscht ja hier tatsächlich an uns vorbei. Das ist unglaublich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich diese Musik mag? Ich glaube ein paar Mal, oder? Munition, sehr wichtig. Und wir sollten lieber noch ein bisschen was einpacken. Auch ein zwei Fireworks nehmen wir uns nochmal mit. Medikits. Adrenaline haben wir. Okay, Upgrades. Wollen wir nochmal gucken. Weapon Skill ist jetzt auf dem Max Level. Wollen wir... Was könnten wir uns denn nochmal holen? Running Speed, wollen wir uns das nochmal upgraden? Ich mach das jetzt einfach so, zack. Könnt mich mal alle. So, jetzt rushen wir nämlich hier noch schneller durch. Dann seid ihr mich noch schneller los und das Let's Play ist zu Ende. Hoffentlich freut ihr euch da jetzt nicht drüber. Scheiße, fuck, nein, war geplant. Kacke, habe ich die eben gerade gespeichert. Wäre natürlich ekelhaft, wenn nicht. Aber wir können uns ja hier jetzt einfach durchschießen, das ist ja, ist kein Ding mehr für uns. So. Die Zombies hier ganz hinten. So, Crit Damage. Das gefällt mir doch. Jetzt kommen mehr solche Lappen von vorne, diese Speedlappen. Speedlappen.
Und wir haben schon wieder eine Straße geschafft. Das ist ja unglaublich. Und hier im Shop beende ich dann auch schon wieder die Folge. Leider ist sie zu Ende. Leider, leider. So. Aber wir können ja noch schnell ein bisschen was kaufen und verkaufen und so weiter. Aber wir haben... Wir finden ja kaum was. Ich glaube, jetzt wird es sogar relativ schwer, ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Außer das natürlich, dass wir von den Zombies sowieso kriegen. Waffen können wir nichts verkaufen. Das, da könnten wir mal gucken, ob wir uns was kaufen können. Pipe Bomb. It goes bang. Ja, cool. Kaufen wir uns mal. Oh, Munition ist wieder unser Haupt, so. Safe. Zack. Und damit beende ich die Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.